Hallo zusammen. Wie ihr sehen könnt, Karnevalsstimmung. Es ist jetzt Donnerstag, ungefähr 1 Uhr. Ich war gerade mit Violette beim Einkaufen im Real. Man muss hier übrigens nicht mal das Haus verlassen, um in den Real zu kommen. Das geht über den Keller. Das heißt, das ist quasi, als ob man im Real in der eigenen Wohnung hätte. Ich habe Uppers, Koffeinentabletten aus der Apotheke. Downers, Kaiser Natron. Shrimp Cocktail. Club Sandwiches habe ich auch, die sind allerdings im Kühlschrank. Flasche rum. Flasche Havana Club. Kiste Bier. Sester Kölsch. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht, aber ich bin immer noch auf meiner Mission, so viele Flaschen, so viele verschiedene Kölschsorten wie möglich zu probieren. Prost. Und nach den 5 Monaten schrecklichem Bier in England und Schottland kommt mir, oder würde mir sogar Oettinger Bier wie eine Spezialität vorkommen. Das heißt, deutsches Bier macht mich froh. So, Violetta hat heute tatsächlich um 3:45 eine Klausur an der Uni 2-Stunde. Tut mir voll leid und ist deswegen jetzt auch in die Küche geflüchtet vor meiner Verrücktheit. Mann. Letztes Jahr hatte ich irgendwie im Karneval ein Flash, dass ich alle Lieder wie Super Freak von Rick James anhören. Das höre ich schon wieder. Nein. Ich werde jetzt dann noch ein bisschen arbeiten, meine Mutter anrufen und dann in die Dusche steigen und rüber zu Max und Tom fahren. Wo Fabian ist, seine Freundin und Dominik. Scheinbar auch. Heute Abend gehen wir alle zusammen, auch wieder auf eine Party, auf der Max und Tom auflegen. Sehr gut. Ich muss allerdings sagen, ich bin enttäuscht, was die Unterstützung des Regensburg angeht. Leute, was macht ihr mit mir? Ich komme extra aus Schottland angeflogen, um diese Show zu sehen und ihr. Naja. Günther, kannst du mir eigentlich erklären, was dich daran hindert, nach deiner Prüfung am Freitag hierher zu kommen? Ich verstehe es nicht ganz. Was hält dich in Regensburg? Das war's für jetzt mal und ich melde mich dann die nächste.